neue Spitzenschuhe. Oh, cool. Ja. Oh, danke schön. Du kannst selber ein richtiges, echtes Flugzeug steuern. Ich werde deinen Anzug fürs nächste gesamte Jahr sponsern. Egal, was du haben willst, das bezahle ich. Es geht für dich und deine Familie ans Meer, weil ich weiß, dass ihr euch das gewünscht habt. Gemeinsamen Urlaub. Geil. Ja? Ihr kriegt ein riesengroßes Gartentrampolin. Saust rüber. Schnell. So, jetzt guck mal hoch. Ja? Oh mein Gott, geil. Das ist für dich, Cameron. Ja? Ja! Ein BMX-Rad. Wie ich mir gewünscht habe. Mit Helm. Hier. So, pass auf. Jetzt kriegst du es zu. Ich sag dir gleich mal noch, pass auf, da ist noch was mit verbunden. Cameron, das ist die Belohnung dafür, dass du dir erstmal das Ohr an der Wand zu deiner Schwester platt gehört hast. Ne? Und du darfst jetzt mit diesem neuen BMX-Rad heimradeln. Und du kriegst auch noch aber von uns einen Kurs in einem dreitägigen BMX-Camp. Ja? Und da lernst du dann die richtig coolen Sprünge. Oh, wie cool. Ist das lässig, oder? Ja. Ist das abgefahren? Warte mal, hier. Pass auf, ich helfe dir raus. Also. Dein Geschenk, Brian. Es könnte was sein. Lass uns mal darüber gehen. Und es ist kein neuer Schreibtisch. Nee. Es ist ein Atze, zieh mal. Oh. Oh. Das war das richtige Wort. Oh, eine Querflöte. Danke. So dass du dann ganz bald auch deine eigene CD hast. Wir kommen ja zu sehen. Komm ruhig dazu, also eine niegelnagelneue. Also das ist echt cool. Echt cool. Du bekommst von uns einen Akkordeonkurs in Italien, wirst dort von Profis unterrichtet und lernst sicher auch noch ganz viele andere große Talente kennen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei. Ja? Du bekommst ein Training mit deinem Idol Philipp Boy geschenkt, das passende Trikot der deutschen Turner-Nationalmannschaft. Das haben wir hier schon mal. Ja? Und pass auf, außerdem haben wir hier noch Eintrittskarten für dich und deine Familie. Das ist für die Olympia-Qualifikation am 30. Juni in Frankfurt. Da seid ihr also auch live dabei. Lea, wonach sieht das aus? Flugzeug. Flugzeug. Ja. Tickets. Darf ich mitkommen, bitte? Ja? Da steht New York drauf. Schauen wir doch einmal ganz kurz, wo es hingeht und was du dort machen wirst. Schau mal. Hier sind Pearl und Esther aus den USA. Der Big Apple ist total schön. Und rate mal, bald bist du hier. Wir freuen uns total darauf, dass du uns im Mai für 4 Tage besuchen wirst. Und dann geht's in die Fifth Avenue shoppen. See you soon. Super. Jetzt freust du dich, ne? Ja? Lea, sag mir noch mal ganz schnell, wer sind die beiden denn und woher kennst du die? Das sind Pearl und Esther aus New York. Mhm. Das sind die Kinder von Freundinnen von meiner Mutter. Die du aber bisher noch gar nicht persönlich kennengelernt hast, sondern ihr kennt euch wirklich nur bis Internet und schreibt euch da. Ja. Und jetzt wirst du sie in New York besuchen und dann werdet ihr euch endlich treffen. Geil. Ja? Ist das toll? Oh. Ja? Schau mal, das kriegst du schon mal mit als Gutschein. Danke, danke, danke. Oleg, wann wirst du 15? Noch 7 Monaten. Genau, was hast du vor, wenn du 15 wirst? Was wird das Erste sein, was du dann machst? Mofa-Führerschein oder Rollerführerschein. Ja, hast du schon ein bisschen gespart? Bisschen, ja. Okay, es ist noch eine Weile hin, aber vielleicht kannst du es dir ja bis dahin in dein Zimmer stellen. Ja, wir haben ein kleines Geschenk für dich. Guck mal, was da kommt. So, Oleg, warte mal, wir drehen es mal um, dass man es von vorne sehen kann.
So, und zumindest auf dem Ständer kannst du schon einmal Probe sitzen, wenn du möchtest. Ich glaube, von der Größe her passt das schon. Vom Style auch? Ja, auf jeden Fall. Cooles Geschenk? Ja. Ja? Hast du dir mehr als verdient? Gute, ich habe keine Worte. Gute Fahrt und Dankeschön. Jetzt ganz schnell dann den Führerschein machen, ja? Alles Gute für dich. Dankeschön.